Hallihallo, meine lieben Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge des Vereinskarrieremodus. So, wir simulieren erstmal auf den Tag hin und bekommen ein Leihangebot für Leo Weise. 18 Jahre alt, 61er Gesamtstärke. Aber meine lieben Leute, eine Option, Laie zum Kauf. Ich delegiere sie auf eine Kurzleihe und mal sehen, ob sich da was ergibt. So, simulieren wieder ein Stück vor und sind genau. Oh, wir Transferangebot für Pavel. Ein Transferangebot. Auch nicht schlecht. Sechzehn Jahre alt, 63er Stärke. Mal sehen, vielleicht können wir uns mit dem gewonnenen Geld nochmal einen guten Spieler holen. Obwohl wir einen guten Rechtsverteidiger haben. Rechten Mittelfeldspieler oder auch Flügelspieler gemeint, der da in seine Bresche springen kann. So, aber zuerst mal das. So. Wir schauen mal, sie bieten uns also 820.000 Euro an. Klingt gut, aber ich will versuchen, auf seinen Marktwert zu kommen. Ich will es erstmal so testen. 900.000 Bar auf die Hand. Und sie akzeptieren genau seinen Marktwert. Perfekt. Das ging ja rucki-zucki. 16 Jahre alt. Ja. Ja. Jetzt mal das Team. Ich habe es umgebaut. Und ich sehe schon in den Kommentaren, da sind ja zwei neue Spieler. Ja, und da habt ihr auch richtig geraten. Zwei neue Spieler, und zwar auf der linken Seite linker Flügelspieler Rivera. Ich kann nur den Namen so aussprechen, wie er da steht. So, dann auf der rechten Seite rechter Flügelspieler Tempo 89. So heißt Reinaldo. Und aufs Ding kann noch ordentlich was werden. Wenn ich den richtig gut trainiere. Er ist 22 Jahre alt. 1,75 groß. 63 Kilo. Aus Brasilien. Perfekt. Ja, ich muss jetzt mal sehen. Er wird vielleicht gehen. Das heißt, Graf wird die Position jetzt übernehmen. Ja, hier Friedrich ein bisschen angeknackst. Kona. Ja, eine 57. Aber dafür kommt Werner erstmal rein. Ja, ich muss mir noch paar. Meier ist auch wieder leicht fit, aber leicht angeknackst. Ich will zuerst mal mit Dimi Trio erstmal versuchen, es hinzukriegen. Sonst hat sich im Team nicht viel verändert. Ja. So. Und damit gehen wir auch in dieses Spiel hinein. Auf der Gegenseite.
Felix Götze, Kapitän. Sessa, Zimmer, Schad, Tomiak, Hippe, Hescher und die Nummer 6. Warum ich die Nummer weiß? Das ist mein Geheimnis. Dessen Name, ich weiß nicht, wie ich den aussprechen soll. Ist aber. Und auf der linken Flügelposition Redondo. Ja, heftige Aufstellung. Aber mit unserem Team werden wir es vielleicht schaffen. Puh. Ja, es regnet in diesem Stadion. Weil. Nein, es ist unser Heimstadion. Warum komme ich jetzt auf Kaiserslautern Stadion? Mann. Ich habe wohl die restlichen Tage wohl ein bisschen nicht richtig den Kopf gelüftet. Naja. Mal sehen, ob unser Spieler hier sich richtig entwickeln kann und vielleicht auch Tore machen kann. Naja. Da die Aufstellung von uns nochmal. Mal sehen, ob Broschinski wirklich auch mal der Matchwinner in diesem Spiel wird. Weil im vorigen, ich weiß nicht, war das Pokal oder im zweiten Spiel. Weiß ich nicht so genau. Daniel Hanslik spielte früher bei Rostock, ist jetzt wieder bei Kaiserslautern. Oder ist er hingewechselt? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Auch Felix Götze hat früher bei Hansa gespielt. Das ist auch schon viele Jahre her. Aber wir konzentrieren uns jetzt auf das Spiel. Und hoffen auf gute Unterstützung und auf 3 Punkte für Selbstbewusstsein. Finson auf Otto. Spielt wieder auf Weise. Guter Ball nach oben, aber hier wird Kaiserslautern schon sehr aktiv. Und kann sie ganz schnell den Ball erobern. Und jetzt kommt der Ball. Ui, gefährlich. Gefährlich war es aber wirklich. So ein strammer Schuss. Huhuhu. Da hat nicht viel gefehlt. Dann wäre vielleicht drin gewesen. Redondo wollte wirklich versuchen, ein Tor zu machen, aber er, da haben ihn wirklich die Nerven wohl nicht Glück gebracht. Oh ja, und hier verlieren wir gerade im Aufbau, gerade vorne in ihrer Hälfte bei Kaiserslautern leider den Ball. Zimmer auf Flügel. Was macht er? Er spielt den Ball erstmal auf Hecher zurück. Wir spielen den Ball gut nach unten. Reinaldo. Guter Ball nach oben. Kommt die Flanke wieder rein. Gar nicht mal schnell von Reinaldo. Aber ein bisschen unkonzentriert, könnte man sagen. Aber guter Versuch war es erstmal wert. Schneider hat den Ball. Weise. Oh, und da war ein heftiges Reingehen. Ja, und da kann man Felix Götze wirklich die gelben Karton geben. Also sowas, sowas. Hier in der Wiederholung nochmal zu sehen. Alter, da hat er ihn aber richtig von den Beinen geholt. So.
Weise wird der Ball erstmal auf Scheibe. Hansen. Hansen wird hier auch leicht umgegrätscht, aber er kann wieder aufstehen. Reinaldo. Mit dem Ball nach oben. Aber der Kopfball, starke Abwehr. Oder Verteidiger ist da rangekommen, kann den Ball erstmal wieder den Ball rausspielen. Oh, da rutscht der Ball. Schad. Wohl von den Füßen. Das geht uns. Ein Einwurf. Weise. Wohin mit dem Ball? Hansen. Woschinski. Ha, Hansen wollte es allein versuchen, aber da hat er wohl die Abwehr wohl unterschätzt. Weise. Kommt gut nach unten. Ja, da haben wir den Ball leicht bekommen, aber verlieren ihn auch gleich wieder im Duell. Da ist das Tor. Kaiserslautern trifft. 1-0 für Kaiserslautern hier im Hallenstadion. Und der Schütze ist kein anderer als der Kapitän Felix Götze. Ja, zack rüber. Und dann lässt man ihn so frei stehen. Ja, unsere Abwehr ist nur nicht die allerbeste. Und Schneider, was war das denn gerade für eine Aktion? Ja, Felix Götze, 21. Minute in der dritten Partie, sein allererstes Tor für Kaiserslautern. Guter Ball auf Hermann, Ludwig, Rivera. Ball nach innen. Aber der Keeper Raab ist rangekommen, hat den Ball ganz locker. Hermann aus der Entfernung. Prüft Raab, aber Raab ist doch ein bisschen eine Nummer zu groß für Hermann gewesen. Es gibt Ecke. Reinaldo. Scheibe. Oh, er war fast dran gewesen. Reinaldo auf Boschinski. Ja, und das wohl abseits. Position. Ja, ganz klar in der Abseitsfalle hier. Ja, mal schade. Also, Raab mit dem weiten Abschlag. Hermann. Woschinski! Ah. Da hätte Woschinski wohl ein bisschen mehr raufschmettern müssen, aber auch gar nicht mal so schlecht. Aber der Keeper Raab ist doch eine Nummer immer noch zu groß. Reinaldo. Finson. Ja. Finsons guter Kopfball. Aber der geht an Kasten vorbei. Weiter Abschlag von Raab von Kaiserslautern. Reinaldo ist wieder rangekommen. Ja, und das war wohl ein Foul. Und das gibt einen Freistoß. Kurzer Pass nach oben. Ein Lupfer über die Abwehr, aber leider Raab kommt an den Ball ran und hat ihn in der Luft gegriffen. Ja, und hier Hermann im Duell um den Ball leider verloren.
Ja, irgendwie ist bei uns immer noch Unstimmigkeit im Team. Aber hier ist Schneider mit einer Glanzparade. Aber Kaiserslautern findet genau an uns die Lücke. Und da geht der Ball ins Aus und das gibt Ecke für Kaiserslautern. Hier nochmal Finson. Erster Versuch, aber nichts auf Tor gelungen. Die Nummer 6. Oh, du Gott, oh Gott, oh Gott. Na, das war gerade nicht gut. Und schon, ja, der Schiedsrichter steht genau da, wo er nicht stehen soll. Ja, schön offen geworden. Zu spät gekommen. Und da ist das Tor. Und wieder ist es Felix Götze, der Kapitän. Ihr seht es gleich hier in der Wiederholung. Zack, wird bedrängt. Dadurch kommt unser Abwehrmann nicht rechtzeitig, um Götze hier zu bedrängen. Und schon ist die Kugel drin und Schneider. Wieder eine schlechte Parade von ihnen. Da steht jetzt 2 zu 0 hier im Heimstadion vom Wolfs Arena. Und wieder zu frei hier. Aber dieses Mal ist Schneider da. Ja, und damit pfeift der Schiedsrichter erstmal zur Pause. Zurückhaltend ist hier Ludwig, die Nummer 6, Mittelfeldspieler von Blue Wolf Rover. Zweimal Götze in der 21. und 43. Minute. Ja, Waldhof Mannheim und Würzburger Kickers noch nicht angefangen. Wir liegen leider 2 zu 0 hinten. Wir müssen in die zweite Halbzeit. Ja, Anstoß für Kaiserslautern hier in der Wolfs Arena von Blue Wolf Rover. Zimmer auf dem Flügel. Wird bedrängt von Otto. Der Ball geht aus. Aber leider können wir den Ball nicht hier gut Kaiserslautern entnehmen. Reinaldo wird hier von seinem Gegenspieler bedrängt. Ja, und er wollte, keine Ahnung, Ludwig wahrscheinlich nach vorne, ich konnte es gerade nicht so richtig erkennen. Zimmer, Otto ist nicht da richtig. Ja, und das da 3 zu 0. Wie kann es sein, dass wir, obwohl wir gut aufgestellt sind, so miserabel spielen? Ja. Torschütze, Stürmer, Hut in der 52. Minute. Erste Partie, erstes Tor.
Scheibe ist viel zu langsam hier. Ja, jetzt wird er hier ausgetrickst. Aber Schneider kriegt den Ball in die Luft gegriffen. Ja, und da läuft kaum einer richtig mit. Wieder wird Raab geprüft, aber der Ball will einfach nicht ins Eckige reingehen. Ludwig, du kannst es auch nicht. Ja, jetzt kommt der Ball wieder über den Flügel. Sessa will auf Hut spielen. Aber das kann man unterbinden. Ja, eine Grätsche. Und das war die zweite gelbe Karte. Felix Götze sieht rot und muss vom Platz. Ja, und das gibt uns erstmal die Zeit zu wechseln. Der Kapitän geht runter. Andere Ludwig kommt für Scheibe rein. Und Werner kommt für Rivera. Ob das was für uns bringen wird? Leute, ich glaube nicht wirklich dran. Jetzt gehe ich mehr auf Offensiv. Ludwig mit der ersten Ballkontakt und will versuchen zu flanken, aber der Ball wird geklärt. Sessa runter, die Nummer 28 kommt drauf. Ja. Jetzt kommt eine Ecke. Reinaldo. Und wieder geht der Ball nicht ins Tor, weil er wieder abgefangen wird. Die Flanke kam gut, Kopfball, aber ist geklärt worden, geht nochmal Ecke. Ronaldo macht den Ball wieder kräftig hoch, aber Raab kommt dran. Ja. Werner! Werner. Guter Schuss, wird abgefangen. Und es gibt einen weiteren Wechsel, die Nummer 19. Und Hans Lick kommt drauf. Redondo geht runter. Wie gesagt, Hans Lick kommt drauf. Ja, schöne Grätsche. Ball verlieren wir, obwohl wir versucht haben, eigentlich nach oben spielen wollten. Werner jetzt aus der engen Entfernung, weiten Entfernung wollte ich eigentlich sagen. Prüft wieder den Kapitän Naldo. Ich weiß nicht, wie viel ist die Ecke? Die fünfte Ecke. Ja, und das gab wohl ein Foul, ein weiterer Wechsel. Die 32, der Stürmer geht runter, die Nummer 9 ist raufgekommen. Kibrit.
Hans Lick. Ja. Ludwig jetzt am Ball, weiter Ball nach vorne auf Hermann. Naldo. Lang rein. Da ist Werner. Ja. Ein Tor. Ein verdammtes Tor nur. Von uns. Reinaldo. Flankt rein. Und da ist Werner. Ein strammer Schuss. Und trifft jetzt gerade ins Eckige. Und da hat Raab keine Chance. Matteo Raab ist geschlagen. Leo Werner. Dritte Partie, erstes Tor. Aber wir noch ein paar Minuten extra bekommen, um noch zwei Tore zu machen. Leute, ich glaube nicht ganz dran. Doch irgendwie haben wir Hermann auf der Seite. Und wieder Matteo Raab dran. Und Hermanns Schuss, obwohl er präzise war, kommt Matteo Raab noch ran. Werner mit der Ecke. Und wieder, es ist verflucht, ey. Ich weiß nicht, wie vielste Ecke es gewesen ist. Und wir kommen einfach nicht zu einem Eckballtor. Oder Kopfballtor. Und da ist Kiprit. Schneider kommt. Ja. Da ist er 4-1. Und da freuen sich die mitgereisten Lauterner Fans. Weil wir einfach keine Gegenwehr haben, um hier noch irgendwas zu reißen. Zwei Minuten gibt's extra. Ja, in Luft gekickt. Ja, zwei Minuten sind um und wir verlieren das Heimspiel gegen Kaiserslautern mit 4-1. Tja. Mohamed Kiprit. Erster Versuch, erstes Tor. Als sei er der Held. Obwohl Götze mit seinem Doppelpack schon uns die Niederlage schon auf dem silbernen Tablett ins Gesicht geknallt hat. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. Na dann, her mit den Fragen. Rivera konnte als Blue Wolf Rover Neuzugang im ersten Spiel leider nicht überzeugen. Wie haben Sie sein doch einer enttäuschendes Debüt gesehen? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Bei uns hat man es nie leicht. Wir erhoffen uns alle eine Menge von ihm, aber man muss realistisch sein.
realistisch bleiben. Er muss sich erst noch zurechtfinden und an unsere Spielweise gewöhnen. Ronaldo konnte als Blue Wolf Rover Neuzugang im ersten Spiel leider nicht überzeugen. Wie haben Sie sein doch einer enttäuschendes Debüt gesehen? Man muss realistisch bleiben. Wir haben einen Spieler geholt, der für uns sehr wichtig ist, sein wird. Das steht fest. Aber natürlich wird er nicht über Nacht zum Star. Wir müssen ihm Zeit geben, sich in der Mannschaft zurechtzufinden und sich an unsere Spielweise anzupassen. Wie sehen Sie die Gerüchte, Richter hätte eine Vertragsverlängerung bei Blue Wolf Rover abgelehnt? Seine Priorität liegen woanders. Leider, ja. Noch spielt Richter bei uns und das wird auch noch 11 Monate lang so bleiben. Sobald sich da was tut, werden Sie es als erstes erfahren. Das war's auch schon. Vielen Dank. Ja, vielen Dank und bitte keine weiteren Fragen. Oh, was haben wir denn hier? Leihangebot für Leo Weise. Ja, das würde ich annehmen. Mal sehen, ob das erst. Und wir haben von Alexander Grüne ein Transferangebot verhandeln. Ich will noch ein bisschen mehr Geld aus denen rausholen. Dieser Alexander Grüne ist nicht so. Ich habe ihn nur nicht spielen sehen, aber meiner Meinung nach möchte ich ihn lieber verkaufen. Ja, komm, wir machen so 1.400.000. Sie akzeptieren? Jawohl. Dann stehen uns gute Zeiten voraus. Ja, Angebot haben wir ja schon gegeben. Ja, mache eine Trainingssession. Gut. Hä? Was stand da? Kurz nochmal. Abschlussbericht. Nikolić ist verkauft an Mainz 05 und wir bekommen 625.000. Das ist gut. So.
An Otto ist ein Transferangebot. Er hat eine 68, 26 Jahre alt. Und das lehne ich ab. Nochmal ein Angebot. Ist angenommen. Mal sehen, ob. Aber bei Otto lehne ich ab. Meier hat eine Frage an uns. Das können wir noch ganz schnell machen. Vom nächsten Match hängt wirklich viel für uns ab. Im Moment bin ich gut drauf und bin mir sicher, dass ich die Position von Rivera viel besser ausfüllen könnte als er. Das entscheide ich. Nein, ich denke darüber nach. Das Team steht noch nicht fest, aber bei meiner Entscheidung werde ich deinen Wunsch berücksichtigen. Also, er wird seine Chance bekommen. So. Gucken. Wie viele Leute haben wir noch? Also. Schauen wir mal, wir haben Graf als Ersatzstürmer. Meier. Richter, weiß ich nicht. Ein Keller. Han Heide. Auch noch als Ersatzmittelstürmer. Der bleibt so. Petters. Grüne wird wahrscheinlich verkauft. Schiebe ich zuerst mal rüber. Wir brauchen also guten Rechtsverteidiger, guten Linksverteidiger, Verteidiger, meine Güte. Noch einen weiteren Innenverteidiger bräuchten wir. Torwart haben wir ja genug. Und im zentralen Mittelfeld und im offensiven Mittelfeld und defensiven Mittelfeld bräuchten wir noch Spieler. Weil diese Niederlage gegen Kaiserslautern war sehr heftig und wir müssen daraus lernen. Wir können uns ganz kurz mal die Tabelle anschauen. Ja, wir standen auf dem 14. Tabellenplatz und sind so weit vom 4. auf den 11. runtergerutscht. 4 Punkte, ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Wie sagen viele andere, du kannst nicht die ganze Saison gewinnen. Das geht nicht. Also, wir haben 7 Tore gemacht, 8 Gegentore kassiert. Das ist eine Minusdifferenz von 1. Ja, vor uns sind Freiburg 2, Türkische München, Braunschweig, Dortmund 2, Waldhof, Mannheim, Würzburger Kickers, Osnabrück, Meppen, HFC und Köln. Auf der anderen Seite, Kaiserslautern hat Plätze gut gemacht, ist 12. Ja, 14. TSV 1860 München, Saarbrücken, Halle, Magdeburg, Duisburg, Ferl, Zwickau und Würzburger Kickers hatte hier, oder? Ja. Uiuiuiui. Also, ihr müsst mir gern, und ich bete euch, gebt mir Vorschläge, wen ich holen soll ins Team. Da kann ich ganz kurz auf die Transferzentrale gehen. Abschlussberichte haben wir ja schon von vielen bekommen. Und welchen von den beiden soll ich nehmen? Also den Morai würde ich lieber nicht nehmen, weil der ist sehr anfällig an Verletzungen. Entweder hier Frimpong, was sehr wichtig wäre. Von Innenverteidiger haben wir Marcel Franke. Dann Mitchell Bakker. Wäre gut. Dann haben wir noch hier Jamal Musiala. Kann auch ZOM und LM. Wäre gut.
Oliver Batista Meyer wäre noch eine Möglichkeit. Stürmer hier mit 19 Jahren alt, kann auch ZOM. Sebastiano Esposito wäre eine Möglichkeit. Aber ihr könnt eure Vorschläge auch gerne in die Kommentare reinschreiben, so dass ich da Spieler raussuchen kann, die für uns gut wären. Also wir haben noch 35 Millionen Euro auf dem Konto. Also gerne reinschreiben in die Kommentare Spielervorschläge und ja, gerne ein Like da lassen. Abonnieren wir auch gerne diesen Kanal und den Zweikanal Blue Ghost Biker auch gerne. Instagram, TikTok, Spotify. Ja, Instagram, Spotify, TikTok. Ja. Und ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Heimspiel gegen Halle FC wieder. Und ja, ich, euer Blue Eyes Leidwang, sage jetzt ciao. Bis zum nächsten Mal. Und ja, ich hoffe, ihr unterstützt mich weiterhin. Bis dahin sage ich ciao. Wie Koski.